Herzlich willkommen zu dem Tutorial Zeichnen mit Canvas und JavaScript. Mein Name ist Frederik Weitz. Ich hatte euch das letzte Mal gezeigt, mit welchem Befehl man eine quadratische Bézier-Kurve auf den Bildschirm bringt. So, und das macht man hier mit diesem Befehl, den man eben an den Zeichenkontext dranhängt, Quadratic Curve 2. Und dort hat man einen sogenannten Händler, den man in den ersten beiden Werten übergibt. So, und das möchte ich euch jetzt erstmal so ein bisschen im Groben zeigen, wie man das macht. Ich öffne mir hier mein Zeichenfeld. So, und wenn ich jetzt hier mir zwei Punkte drauf zeichne, so, und ich setze sie mal so ungefähr so auseinander, so. Und dann mache ich mir noch ungefähr, das soll jetzt gleich sein, das mache ich jetzt freier Hand, also nehmt das bitte nicht zu genau. So, und wenn ich mir da jetzt zwei Händler hinsetze für die ersten beiden Punkte, genau in der Mitte soll das sein und ungefähr hier oben drüber. So, und hier oben drüber, und dann werden die beiden Linien, die eigentlich zwischen den beiden Punkten entstehen, die werden jeweils um die Hälfte nach oben gezogen. So, also ungefähr bis in diese Höhe. Und das kann man jetzt auch nochmal hier mal sehen, ob ich das schön hinkriege. Ist wie gesagt freie Hand, also bitte meckert nicht, wenn das nicht so schön genau wird. So, einmal so und einmal so. So ungefähr. Das sieht natürlich alles dann viel schicker aus, wenn man das errechnen lässt, dann ist das ziemlich exakt. Und das ist im Prinzip so ungefähr das, was die Bézier-Kurve macht. Da wird sozusagen die Linie zwischen den beiden Punkten, die wird manipuliert und an der wird sozusagen wie so ein gezogen, dass die in eine bestimmte Richtung geht. So, wie das genau errechnet wird, das werde ich euch nicht erklären. Das ist, naja, ich zeige es euch zumindest mal in Ansätzen. Und jetzt wollte ich euch eigentlich das Ganze mit einem eigenen Animation auf dem Browser zeigen. Aber glücklicherweise gibt es bei Wikipedia etwas viel Besseres. Die haben nämlich unter dem Stichwort Bézier-Kurve, wir klein machen hier, bleibt mir hier. Unter dem Stichwort Bézier-Kurve, wenn ihr nach oben geht, dann seht ihr das hier. Moment, 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 Moment. Hier Bézier-Kurve. Und da haben die schöne Animationen, die das viel, viel besser zeigen, als ich das jemals hinkriegen würde. Also, es gibt eine lineare Bézier-Kurve, die geht von einem Punkt zu dem anderen und die Zugrichtung wird durch den zweiten Punkt bestimmt. Die ist ganz schick gerade. So, ist ja auch klar, ne? Wenn von dem einen Punkt aus ein Zug ausgeübt wird, wenn Kraft ausgeübt wird, dann wird die Linie gerade. So. Und hier unten seht ihr sozusagen den Abstand. Der Abstand zwischen den beiden Punkten beträgt immer ideell 1. Und es wird immer von 0 nach 1 gerechnet, so dass eben eine durchgehende Linie entsteht. So, das ist die lineare Bézier-Kurve. Die wird meistens gar nicht, oder ich habe das noch nie gesehen, dass die angeboten wird, weil man hier mit Linien sehr viel besser zurechtkommt. Das ist viel einfacher. Und ihr seht hier schon, hier neben ist die Berechnung von der linearen Bézier-Kurve, ist viel zu kompliziert. So. Aber die quadratische Bézier-Kurve, die wird nicht so angegeben. So, hier habt ihr den Punkt, den ersten Punkt und den zweiten Punkt. So, und die Linie geht eben, die rote Linie geht tatsächlich vom ersten zum zweiten Punkt. Der dritte Punkt, und das ist jetzt unser Händler. Und jetzt seht ihr, was das eigentlich exakt macht. Es gibt nämlich eine Hilfslinie, die ist am Anfang, ist die mit der Linie von dem ersten Punkt bis zu dem Händler identisch. Und dann läuft diese grüne Linie in regelmäßigen Abständen, läuft der am Ausgangspunkt von dem Punkt 1 zu dem Händler und von dem der Endpunkt von dem Händler zu dem Punkt 2. Und hier wird wieder auch der regelmäßige Abstand genommen. So, und da wird dann immer genau auf dem
Punkt hier, wo das dann errechnet wird, der Abstandspunkt, wird diese Linie gezeichnet. Das ist also so ein bisschen um die Ecke gedacht, wie diese Linie gezeichnet wird. Und daraus ergibt sich dann diese Kurvenform. Und dann ist auch klar, wenn der Händler zum Beispiel ganz weit hier drüben sitzt, dann läuft die Kurve erstmal hier ein Stück weit in diese Richtung, wo dieser Händler sitzt. Sagen wir mal, er sitzt jetzt hier irgendwie beim T von Punkte, hier drüben. So. Und dann läuft das ein Stück weit da drüber, weil sich nämlich zuerst hier dieser Punkt, der sich auf dem grünen Linie bewegende Punkt, zuerst in diese Richtung bewegt. Und dann kehrt der so nach und nach zu dem Punkt P2 zurück. So, diese Berechnungen bekommt ihr, glaube ich, in der 11. Klasse. So, also ist noch ein bisschen Zeit, ist nicht so schwierig eigentlich, weil es eben tatsächlich nur Grundrechenarten sind. Aber erstmal sieht die Formel ziemlich wüst aus. Gut, wenn ihr euch trotzdem dann beschäftigen wollt, tut es, weil ihr braucht das auch in der Informatik ganz häufig, und viele Sachen, die ihr in der Informatik macht, lassen sich über solche Gleichungen gut ausdrücken. Wenn man die einmal verstanden hat, erleichtern die einem unendlich das Leben, zumindest das Leben als Programmierer, wenn man denn nur dieses eine hat. Gut, okay, das war es jetzt erstmal für diesmal so. Schaut euch das auf Wikipedia genau an, was so eine Bézier-Kurve macht, und schaut euch ruhig auch nochmal diese Animation immer mal wieder an. So, und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr ein Zeichenprogramm zu Hause habt, wie zum Beispiel ein GIMP, das hat solche Bézier-Kurven, könnt ihr da auch noch mal ein bisschen ausprobieren, wie fühlt sich das denn an. Ansonsten kann ich nur empfehlen, fleißig damit zu programmieren, Kurven nachzuprogrammieren und zu gucken, wie kriege ich das am besten hin, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt. Gut. Das war es jetzt erstmal für in dieser Folge, weil ich denke, das ist schon eine ganze Menge. Das muss man auch erstmal verdauen und sich durch den Kopf gehen lassen. Ich hoffe, euch hat das Video, auch wenn wir jetzt gar nichts richtig programmiert haben, gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann zeige ich euch noch so ein kleines bisschen, wie man mit der Bézier-Kurve herumspielen kann, mit der quadratischen. Danach schauen wir uns dann auch nochmal die kubische Bézier-Kurve an. So, bis dann.